Der Traum von der Dschungelkrone ist für Felix von Jascharow vorbei. Der Gute-Zeiten-Schlechte-Zeiten-Schauspieler musste das Camp verlassen und nutzt nun die Gelegenheit, um seine Erfahrungen und Eindrücke mit der Öffentlichkeit zu teilen. In einem Interview mit Bild spricht er Klartext über das, was Zuschauer im Fernsehen nicht zu sehen bekamen. Dort äußert sich Felix von Jascharow kritisch über die Auswahl der Szenen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden. Das, was ihr in Deutschland seht, sind nur 10% von dem, was passiert. Ich war nicht grummelig und kein schlechter Übeltäter. Ich habe für sehr viel gute Laune gesorgt. Wir haben sehr viel gelacht. Das wurde einfach nicht gezeigt. Das ist nun mal so, aber ich komme damit gut zurecht. Und weiter? Wir haben uns gefragt, ob es nicht schlauer wäre, so einen 24/7-Livestream aus dem Dschungel zu machen. Dann würde man auch nicht in eine Schublade gesteckt werden, in die man nicht rein will. Auch über eine Ex-Mitstreiterin hat Felix von Jascharow nicht gerade positive Worte übrig. Das Drama des Dreiergespanns um Kim Virginia, Mike Heiter und Leila Lahua sei ihm auf die Nerven gegangen. Der GZSZ-Schauspieler sagt dazu: Fakt ist, dass Kim sich natürlich immer Momente sucht, damit sie ihre Show abziehen kann. Es ist einfach ihre Nummer, anstatt tagsüber ihre Probleme zu besprechen, macht sie es dann nachts, wenn alle schlafen. Es ist auch ein bisschen schade, dass da der Fokus draufgelegt wurde, weil wir alle waren da. Wir sind 12 Mann gewesen und jeder hatte seine Story. Jeder hat was zu erzählen und daher war auch für jeden dieses Thema nervig ab einem gewissen Tag. Für den Schauspieler hätten die Liebesallüren im Dschungelcamp nichts zu suchen.